Welcome, Survivor. Enjoy the view. Willkommen in einem Land vor unserer Zeit, in welcher sich stets die Aufmerksamkeit jedes Lebewesens um das uralte Motto Fressen und Gefressen werden dreht. Wer hier Schwäche zeigt, dem wird der Tod garantiert. In dieser Geschichte kämpfen drei tapfere Brüder um das Überleben und um die Vorherrschaft über eine Vielzahl an erbarmungslosen Kreaturen in einer Welt, die keine Gnade zeigt. Und damit welcome back zu einer neuen Bob der Baumeisterlichen Folge Ark Genesis 2. Ja, und warum erwähne ich hier den guten alten Bobby Baubob? Liegt daran, dass wir heute mal die Zeit ein bisschen dazu nutzen, die Tür uns ins Gesicht zu schlagen. Nein, wir werden heute ein großes Bauprojekt aufziehen. Und es wird wahrscheinlich tatsächlich das größte Bauwerk, was ich jemals in Ark gebaut habe. Und der Plan ist, wie folgt jetzt erstmal. Also ich weiß nicht, hier vielleicht mal hier erstmal einen Rundgang, wie ihr seht. War Kenny schon wieder sehr fleißig am Tamen. Genau, machen wir erstmal so eine kurze Einführung. Wir haben jetzt hier diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die Viecher. Auf jeden Fall haben wir sie. Was die bringen, weiß ich nicht. Werden wir dann mal sehen. Werde ich mal irgendwann in einer anderen Folge ausprobieren. Genau, da hinten steht auch noch mal einer hier. Papa und Mama sind das hier. Irgendwo muss noch das Kind rumflacken. Ah, das war das Kind, ne? Ja, genau. Hier ist Papa. Wir haben seit neuestem jetzt ein Schwein. Und was wir auch seit neuestem haben, ist hier der gute Sparky. Eine Tech-Wüfern. Vom allerfeinsten Stern. Sieht doch richtig nice aus. Vor allem mit diesen Flügeln, die sind halt richtig geil, ne? Genau, da war Kenny wieder sehr, sehr fleißig. Spinos haben wir jetzt mittlerweile auch ein bisschen gepaart. Also wir haben jetzt hier drei Spinos. Glaube ich drei Rexe, also alles mal drei. Ne, es sind sogar vier. Ja, und so ein bisschen anderen Kram halt auch noch, was man halt so braucht, ne? Ne, auf jeden Fall, Plan heute ist folgendes. Ich werde eine fette Festung bauen. Und zwar auf dieser wunderbaren Metallspitze. Ich habe auch hier schon mal angesetzt, wie das Ganze dann starten soll. Vier Foundations. Und zwar ist das jetzt hier eine Mod, die nennt sich, glaube ich, Castle Future Mod oder so. Keep Castle Future Mod. Und wir haben uns dazu entschieden, die zu benutzen, weil die ziemlich nice aussieht. Vor allem, wenn wir hier dann die Farben ändern. Also wir werden unsere komplette Base in diesem Farbstil machen. Schwarz-Blau, glaube ich, kommt dann richtig geil. Aber jetzt haben wir erstmal richtig viel Arbeit vor uns, denn wir werden dieses komplette Plateau hier bebauen. Plus diese Pfeiler links und rechts werden auch noch bebaut. Und ja, muss mal gucken, wie hoch ich das Ganze dann noch baue, wie ich das mit einschließe, wir müssen mal gucken. Aber bevor ich jetzt weiter hier blöd rumlaber, starten wir einfach mal. Gucken wir mal. Ach, okay, ich krieg mittlerweile Fallschaden. Sehe ich gerade. Denn ich habe mir jetzt hier auch nochmal eine Rüstung gemacht, eine gut aufgewertete. Und kann jetzt im Grunde nur noch schweben, aber ich glaube jetzt fürs Bauen wäre es sicherer, wenn wir auch nochmal die Füße austauschen. Damit wir keinen Fallschaden mehr kriegen. Da habe ich nämlich jetzt keinen Bock drauf und wir werden oft von da oben runterfallen. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal los. Und gucken, was wir da zaubern können. Also es wird eine sehr spezielle Folge, eine sehr lange Folge. Mal gucken, wie ich es aufbereite mit Pitchen oder so. Weiß ich noch nicht. Vielleicht werden es auch mehrere Folgen. I don't know.
Aber heute werden wir einfach mal entspannt vor uns hinbauen. So. Also, wir lassen jetzt die Foundation noch stehen. Ich glaube, hier können wir... Geht da noch eine ran? Nee, hier geht keine mehr ran. Okay, die Foundations müssen wir hier komplett verbauen. Das machen wir jetzt mal als allererstes. So Leute, da sind wir wieder. Ihr seht, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was abgebaut hier und auch schon so ein bisschen angepeilt, wo es dann hingehen soll. Also wie gesagt, wir wollen hier, oder ich möchte jetzt hier erstmal so eine Treppe nach unten setzen. Ich weiß noch nicht, wie viel breit ich die mache. Vielleicht so, ja, dreimal oder so, dreimal breit. Sollte eigentlich schon mal ausreichen. Müssen wir mal gucken. Und Plan danach ist, dass wir hier können wir dann erstmal wieder so ein bisschen mit Foundations arbeiten, mit den normalen, dass wir hier jetzt einfach nochmal so eine Fläche machen, also die unterste Fläche, da hätte ich dann gesagt, stellen wir vielleicht die ganzen Tiere ab, beziehungsweise hier, wenn man gleich runterkommt, würde ich dann so ungefähr dann auf, ja genau, hier ist schon wieder Schluss, aber auf die Höhe dann den Teleporter hinstellen, der dann direkt in unsere Base geht, so dass wir da unten im Grunde gar nichts mehr haben, sondern wirklich alles hier, also Tiere, Teleporter, alles was wir im Grunde brauchen. So, jetzt muss ich mal schnell abchecken, also das hier, sieht jetzt natürlich nicht so geil aus, ne? Also hier, das passt soweit. Können wir eigentlich durchziehen, wenn wir genug Foundations hätten. Und dann müssen wir schon wieder mit Ceilings arbeiten. So ein paar habe ich ja noch. Das sieht ja noch schlimmer aus, ne?
Nee, das sieht viel schlimmer aus. Dann doch lieber die anderen. Wenn ich so setze, sieht es auch beschissen aus. Safe. Das schließt halt auch nicht ab, ne? So würde es abschließen, aber halt hier nicht. Das heißt, ich müsste hier eigentlich schon eine komplette Reihe so machen. Das weiß ich halt nicht, ob ich das so cool finde, ne? Komplett als auf Dreiecke umzuschwenken. Leute, ich melde mich mal eben nochmal aus dem Offtake. Ich dachte mir so, ja, einfach nur beim Baum zugucken und das Ganze mit Musik zu untermalen, wird wahrscheinlich auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Dementsprechend dachte ich mir, ich quatsche jetzt einfach mal ein bisschen so dazu, was ich mir bei gewissen Dingen gedacht habe, die ich hier fabriziere. Und ja, normalerweise nehme ich mir ja nicht vor, so riesengroße Projekte anzugehen, aber ich habe mich von Chevy überreden lassen, dass wir hier halt wirklich aufgrund dessen, dass es das letzte DLC von Ark ist, dass wir hier einfach nochmal richtig fett auftrumpfen und einfach die größte Base bauen, die wir je in Ark gebaut haben. Und ja, da bin ich jetzt gerade mal dran und es hat viele, viele, viele Stunden gedauert, dieses Ganze hier aufzuziehen. Aber ich habe mir tatsächlich bei dem, was ihr jetzt gerade seht, immer was gedacht. Auch wenn ich mich öfter mal anstelle und so. Ich dachte mir so, oben natürlich der Bereich, wo wir Smithy und Co. hinstellen, also der Arbeitsbereich. Da, wo ich jetzt gerade eben dran baue, das sind dann die Bereiche, wo wir unsere Tiere abstellen. Unsere Main-Tiere, Main-Kreaturen. Genau, da brauchen wir natürlich auch viel Platz. Dementsprechend ziehe ich das hier auch sehr groß auf. Und ihr werdet sehen, ich werde sehr oft einfach mal wieder drüber fliegen über das ganze Konstrukt hier. Einfach um nochmal die Lage zu checken, was ich als nächstes tun kann. Hier kommt jetzt die Erhöhung, weil ich jetzt mir dachte, ich will jetzt nicht alles wirklich auf eine Ebene zaubern oder so. Das ist ja dann irgendwie doch auch langweilig, ne? Dementsprechend hier eine kleine Erhöhung, deswegen auch die Treppen schön platziert, schön breit. Da ich auch ein breiter Mann bin, brauche ich Platz. Das ist ein so riesengroßes Bauprojekt, Mann. Was habe ich da nur getan? Also ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Alleine kriege ich das so nicht gebacken, Leute. Muss mir da Chevy nochmal an die Brust nehmen und sagen, hey, Dude, I need your help. Sonst dauert das nämlich auch ewig. That's the problem. Ja, guck mal gucken, wie wir es machen. Ich überlege jetzt, ob ich hier vorne noch irgendwie wenigstens schon mal etwas aufbaue. Mal zack, so hier. Bam, bam. Bam, bam, bam. Äftel.
Oder nicht. Weiß es nicht. Einfach, dass man hier schon mal ein bisschen was nach oben packen kann oder so. Ich weiß es nicht. Das ist halt die Frage. Also so als Übergangsspace. Dann hätten wir jetzt auch erstmal ein bisschen mehr Platz. Einfach so einen Kasten ransetzen, schön länglich nach hinten gezogen, weil sich da im Grunde eh nichts mehr ändert. Einfach hier noch so. Wie weit wollen wir es denn nach hinten machen? Es wird halt schon echt dauern, bis das fertig ist. So, hätte ich gesagt, eigentlich, ne? Gucken wir mal an, was wir geschafft haben. In knapp 3 Stunden oder so. Alter, krass. Das wird noch richtig lang dauern, weil Leute, wir wollen ja auch noch... Also am Anfang natürlich erstmal mit Teleporter rein. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt hier dann noch so ein Mittelding reinbauen. Ich fände es zwar halt schon geil, hier noch so eine mittlere Stage mit reinzunehmen. Aber ich glaube, das würde ich dann auch Chevy abgeben, wenn der da noch Bock drauf hat, das irgendwie mit einzubauen. Sonst würde ich persönlich immer mit dem Teleporter arbeiten oder so. Ich weiß es nicht. Achso, den könnte ich auch noch schnell setzen, ja. Also, dass man dann sagt, so, ich glaube, ich hatte hier eh noch irgendwo einen rumflacken, oder? Teleporter. Ja. Jetzt kommt Chevy eh gleich on, jetzt werde ich das schnell mit ihm bequatschen. So. Dass man halt dann sagt, so, okay, pass auf. Hier. Here is the teleporter. Den benennen wir jetzt nochmal schnell um. Machen wir auf Mittel. Plus. Umbenennen. Was haben wir denn jetzt? Science. Base. Main? Keine Ahnung. Irgendwie so ein Scheiß eben, ne? So, dann haben wir nämlich hier auch einen Teleporter. Dann kann man sich auch hier schön hin teleportieren. Und wie gesagt, den Rest checke ich jetzt dann nochmal ab. Gut, Denne. Alter, das wird fett. So, machen wir mal die Kacke hier weg. Pick. Pick. So, pick. 70 Teile wieder weg. Alter, ich glaube, ich muss da noch 100 Dinger bauen, mindestens. Safe. Kannst du so richtig viele bauen? Ist halt jetzt die Frage, willst du. Achso, du machst das jetzt eh so. Ja, okay, passt. Hätte ich jetzt halt auch gesagt, dass wir dann halt. Jetzt hier alles aus Dreiecke macht, oder? Wie jetzt? Beziehungsweise. Ja, alles, was jetzt hier innen ist. Den Bereich kann ich nicht so machen. Das habe ich schon probiert. Das geht nicht, weil die Dreiecke kürzer sind als die normalen Foundation bzw. Ceilings. Ah, okay. Ich hatte das schon vorgehabt, ja, aber das funktioniert nicht. Naja, gut. Ein so ein Dreieck quasi von der Länge, ja, nicht so lang ist wie eine scheiß Ceiling. Ich kann ja da mal schnell eine Ceiling hinbauen, dann siehst du es. Ja, fuck. Naja, ich weiß schon, ich hab's ja selber schon ausprobiert. Ja. Naja, genau. Also man kann so ineinander bauen, das würde gehen. Das heißt, du machst jetzt hier alles mit Dreiecken, ne? Yep. Dach. Okay, gut.
Hier an dieser Stelle klatsche ich die Wände hin und wie man hier sehen kann, diese eine Wand will einfach nicht dahin gehen, wo ich sage, dass sie hingehen soll. Das hat mich wirklich zu Weißglut gebracht, das Ganze. Ich weiß gar nicht, wie ich es dann gelöst habe. Wird mein Video auch nicht sehen, aber ich glaube, ich habe so halbe Wände oder so hingeschmissen. Also so quasi nach vorne gebaut, Jack, hätte ich jetzt. Ja, genau so. So finde ich es gut. Das heißt, die Treppe passt fast. Nein. Die müssen wir auf jeden Fall auch verrutschen. Na. Ja, hilft nichts. Soll ja snappen. Du bist da schön drüber. So, und hier haben wir uns dann um die Treppe gekümmert, um sozusagen die Haupttreppe, den Aufgang. Und der war auch ein bisschen kniffelig, hat nicht immer so funktioniert, wie ich wollte. Wie ihr sehen könnt. Aber man muss halt einfach bei Ark den richtigen Snap-Point finden, damit es auch so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und ja, kriege ich auf jeden Fall hin. So, ja, und an dieser Stelle geht es eben dann los mit den ersten Fenstern. Die erste Umrandung sozusagen. Eins drüber haben wir gesagt, machen wir Wände. Ich glaube, noch eins drüber hatten wir dann nochmal eine Wand. Und dann kommen dann nochmal Fenster. Also wir wollen schon, dass das Ganze schön belichtet ist. Und ja, jetzt ziehe ich das halt hier einmal schön durch. So wie ich immer gerne einen durchziehe. So, hier an dieser Stelle haben wir dann die Verkleidung nach unten hin. Am Anfang hat alles super funktioniert, wie man sehen kann, aber jetzt hier in dem unteren Bereich hat das Spiel wieder gesagt, ohne mich, ihr könnt mich am Arsch lecken. Wie ihr sehen könnt, jetzt hier muss ich mit irgendwie so halben Wänden oder so arbeiten, weil die ganzen Wände da irgendwie nicht gesnappt haben oder so. Warum auch immer, aber wir haben es an sich hingekriegt, also passt das. Gut, hier an der Stelle brauche ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Kommt halt jetzt einfach nochmal die zweite Reihe Wände drauf, wie ich schon gesagt hatte. Und jetzt der erste oder einer der vielen Freiflüge, die ich gemacht habe, um das Ganze zu begutachten. Und ja, man kann sehen, es sieht schon ziemlich nice aus. So, weiter geht's. Jetzt kommt wieder eine Reihe Fenster mit drauf. Wie gesagt, wir wollten es eben so machen, dass wir einerseits Abwechslung drin haben in dem ganzen Gebäude und natürlich auch, dass das Gebäude schön hell ist dann, dass es halt einfach mega geil aussieht. Ja, hier kam Dami dann angeflogen mit seiner Wüfern, um zu demonstrieren, dass er die dicksten Eier von uns hat, ne? Ich sag mal so, also die Wüfern sieht schon echt geil aus, ne? Also kann sich schon sehen lassen, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, fand ich eigentlich ganz episch, der Moment, wo er da angeflogen kommt. Deswegen dachte ich mir, hau ich das jetzt auch noch rein. So als kleine Abwechslung am Rande.
Und by the way, könnt ihr natürlich sehen, dass ich jetzt ein bisschen was rausgeschnitten habe, weil sonst würde es zu lang dauern, das Ganze, und es wäre auch langweilig. Also wir haben jetzt ordentlich schon wieder was draufgepackt an Wänden und Fenstern. Und so sieht das jetzt bisher aus. Kann sich sehen lassen. Wie so eine kleine Allianz-Arena. Hier, jetzt komm hierher. Oh Mann. Wo ist die Wand hin? Wo ist die Wand hin? Weiß nicht, hast du weggezaubert? Wo ist die Schräge hin? Hier fehlt eine Schräge, Jack. Ja, schön. Da brauchst du mich nicht anschauen. Ich bin gerade erst angekommen. Vom Design her? So oder so? Ja, so ist... Dunkel. Dunkel. Ja. Hätte ich jetzt schon gesagt. Dunkel, ja. Das hat er auch gut gelöst hier, der Mann. Ja, ich brauche noch ein so ein Dreieck-Ding da. Nicht so, sogar ziemlich nice, was dann nicht zu langweilig aussieht. Ging nicht anders, weil ich konnte nichts weiter hinbauen. So, und das heißt, da hinten wäre jetzt noch die Frage, wie es weitergeht, ne? Haben wir noch Ceilings? Also ich lasse das Konstrukt jetzt hier so. Ja, die Ceilings unten drunter lasse ich jetzt, die da so komisch hervorstehen. Anders geht's nicht. Das ist jetzt, ist halt so. Hast du noch viereckige Ceilings? Gitter-Ceilings? Oder müssen wir noch welche machen? Ja. Also Frage ist halt, wie wir es jetzt da weiterbauen. An der Stelle jetzt ein weiterer, größerer Cut, sage ich mal. Ihr werdet gleich sehen, warum. Denn jetzt gerade im Moment kümmern wir uns um die Pfeiler, dass wir die mit einintegrieren in die Base. By the way, 2 Uhr morgens. Wenn wir kommen. Ja. Das Wort go. Ich bin schon ziemlich müde und labe nur noch Scheiße. Ja genau, also hier sieht man den Pfeiler, den wir versuchen jetzt mit einzubauen, wo dann unsere Vögel und Drachen drauf kommen sollen. Genau. Ach ja, hier an der Stelle geht das ganze Säulendesaster los. Denn natürlich haben wir ja keine Foundation, wo wir jetzt irgendwie die Wände langziehen können, beziehungsweise die Ceilings auch weiter ausbauen können. Dementsprechend, ja, keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich glaube, ich habe einfach ein paar Wände in der Tasche und versuche die da rein zu klatschen. Aber, ja, was mache ich denn da eigentlich? Ach ja, ich hatte versucht, da irgendwie Stabilität reinzubringen. Auch mit den Wänden. Also ich dachte, ich kann das allein durch die Wände Stabilität hinkriegen. Aber tatsächlich muss ich wieder auf die Säulen umschwenken. Und dementsprechend hier eine Säule nach der anderen. Jetzt baue ich hier wieder irgendwas ab. Aber keine Sorge, Leute. Ich habe mir bei dem ganzen Scheiß hier auch was gedacht. Also... ich habe versucht, so wenig Säulen wie möglich hier zu bauen. Nur die notwendigsten. Einerseits, um Material zu sparen. Und andererseits, um halt die Optik jetzt nicht irgendwie zu vermiesen, ne? Ich glaube, hier an der Stelle hatte ich ein ziemliches Problem wieder. Weil da oben diese kleine Lücke, konnte ich keine Ceilings ersetzen. Ums Verrecken nicht. Ich habe Säulen hingesetzt ohne Ende, aber ihr seht, das ist immer rot. Ich kann da keine Ceilings hinsetzen. Boah, da habe ich geflucht, Leute. So, hier habe ich es dann irgendwie gelöst gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt letztendlich die Lösung war, aber wichtig ist halt immer, dass man es hinkriegt, ne? Hier an der Stelle wird jetzt die Außenverkleidung angebracht, wieder mal, was wir jetzt dann auch gleich nochmal sehen.
ist, dass ich kurzzeitig an Ort und Stelle stehen bleibe, um zu überlegen, also um Folgendes zu überlegen: Wie kommen wir von unserer Base da nach oben? That's the question. Na? Jetzt mache ich jetzt hier nochmal ein paar Wände hin, während ich so überlege, wie könnte man das jetzt am blödsten machen, so eine Treppe bauen oder so, um da hochzukommen. Aber das Dach nimmt schon mal Form an. Es fehlen nur noch die Wände links und rechts von den Kästen, oder? Und dann... Es sieht aber halt schon, es sieht tatsächlich aus von weit oben wie ein Penis. Das ist genial, vor allem, dass du vorne mit diesem Dreieck gebaut hast. Es sieht halt echt aus, das Stück da vorne mit den Dreiecken wie die Eichel. Nun kümmern wir uns hier an Ort und Stelle um den Aufgang zur oberen Ebene. Ich hatte überlegt, ja, machst du irgendwie so eine Art Treppenhaus oder sowas und probiere mich jetzt da auch ein bisschen aus. Und ja, ist ein bisschen knifflig gewesen. Ich war auch schon sehr müde und es war heiß, aber ich krieg's, glaube ich, ganz gut hin. Was? Ja, ja, bist du hin, ne? Ja, das... Ja. Der ein Huhn, Sir. Ja. Ist er ein dummes Huhn, Sir. Du bist ein Huhn! Ich habe so eine lustige Idee, einfach dekorativ halber irgendwelche dummen Tiere tamen, so zwei Schildkröten oder so. Dann würde ich hier beim Treppenaufgang links und rechts, wo die Wand ist, würde ich Glas reinsetzen. Hast du die Schildkröte gebaut da hinten? Die Schildkröte auf ein Ceiling ummauern, das ist wie so ein Käfig. Und dann können wir immer, wenn wir die Treppen hochlaufen, sehen wir durch das Glas so eine Schildkröte eingezwängt in so ein Quadratmeter-Zimmer. Ach komm. Oder Raptoren oder irgendwas anderes. Oh, da hätte ich voll Bock drauf, das mache ich. Ja, nach dieser grandiosen Idee, die ich da hatte, den grandiosen Einfall, kümmere ich mich natürlich jetzt weiterhin ums Treppenhaus und baue es so auf, dass wir tatsächlich zur späteren Stunde dann auch zwei Schildkröten dann sozusagen mit einintegrieren ins Treppenhaus, die dann ja, sozusagen verewigt werden da drin und die da Stellung halten. Und wir haben tatsächlich auch noch weitere Ideen, also ich meine, das ist jetzt nur die eine Seite, da machen wir jetzt Schildkröten rein und auf der anderen Seite werden wir dann Raptoren oder irgendwelche anderen Viecher reinmachen. Grundsätzlich kam uns dann auch noch der Gedanke, bei dem Mittelteil von dem Treppenhaus, dass wir das auch nochmal mit Glas hochziehen und da dann auch noch irgendwelche Viecher reinschmeißen. Ich sag euch Leute, bei 30 Grad und keine Ahnung, wie spät es schon wieder war, da kommt man echt auf die dümmsten Ideen, aber ja, wir setzen es um, ne? Wir setzen das Ganze um. Ich habe so unfassbar lang für dieses Treppenhaus gebraucht. Hab mich so oft verbaut und ja, das war ein Geschieß, ey. Und auf der anderen Seite habe ich es dann auch noch gemacht, aber keine Sorge, das habe ich rausgeschnitten.
kriegt jetzt nur eine Seite mit. Na genau, so hier diese Mittelmasten sozusagen, den werde ich später dann auch mit Glas ersetzen. Und da kommen dann irgendwelche Tiere rein oder so. Ja, genau. Und jetzt kommen wir ja hier oben raus und dann dachte ich mir so, ja, einfach nur rauskommen ist vielleicht ein bisschen lame. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal so eine, ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber halt einfach nochmal so einen Zwischenraum, den man betritt, bevor man dann offiziell rauskommt. Wow, und den ziehe ich dann eigentlich auch noch ganz groß auf. Und wie gesagt, das alles wird dann auf die andere Seite auch 1:1 kopiert. Das ist dann jetzt hier nicht mehr drin im Video. Und by the way, Javi war die ganze Zeit natürlich auch fleißig und hat mir geholfen beim Bauen. Er hat sich im Grunde um die, ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat, um die Reling irgendwie gekümmert, in der Front von unserer Base oder so, beziehungsweise einen größeren Aufgang auch, so einen Seitenaufgang in die Base, werdet ihr auf jeden Fall dann am Schluss vom Video noch sehen. So, kommen wir zum großen Finale. Die zwei Turtles sind eingetroffen. Die Deko-Schildkröten, die wir jetzt da einintegrieren ins Treppenhaus. Mache ich jetzt zwar nicht mehr in der Folge, aber seht ihr dann in den nächsten, wie sie da drin stecken. Und ja, genau, das war jetzt erstmal sozusagen die große Baufolge. Ihr könnt jetzt hier nochmal sehen, das komplette Projekt. Chevy hat sich, wie gesagt, da um so einen Außenaufgang gekümmert und das wird dann alles noch mit Relingen umzogen und noch ein bisschen Feinarbeit gemacht und am Ende machen wir das Ganze dann noch farbig. Nur noch Feinschliff, Färben und Umzug.